Und dann hat diese Wissenschaftlerin Leute eingeladen, die aber jetzt schon erwachsen waren, die als Kinder in Theresienstadt waren, bis 12, so, ist unwichtig jetzt genau wie lange. Und hat sie dann gefragt, hat den Film, irgendeinen Film gezeigt, weiß nicht welchen, von Theresienstadt, und gesagt, was war für euch die Zeit in Theresienstadt? Und dann sind ein Teil der jungen Menschen aufgestanden und haben gesagt, das war die schönste Zeit in meinem Leben. Und die anderen waren so wütend, sind auf sie losgegangen, haben gesagt, wie kannst du das sagen? Hast du vergessen den Hunger, hast du vergessen die Not der Alten und die Epidemien und so weiter? Und beide haben recht. Die, die gesagt haben, es war die schönste Zeit, haben da noch Eltern gehabt, waren sehr zufrieden in der Gruppe. Im Jugendheim und sind nachher nach Auschwitz und weitergekommen und haben Grauenhaftes erlebt. Also für die war das. Und die, die in Theresienstadt blieben, haben die furchtbaren Sachen, die in Theresienstadt waren, erlebt. Ja? Also beide haben sie recht gehabt. Und wenn man mir immer sagt, du redest zu positiv von Theresienstadt, sage ich, ich gehöre zu den Kindern, die sagen, das Beste nach der Einzelhaft, nach dem Standrecht und Auschwitz, war für mich Theresienstadt. Ich finde, wenn man überlebt hat und es kann, wenn Leute sagen, ich kann nicht drüber reden, muss ich das akzeptieren, ist man verpflichtet, für alle zu reden, die nichts mehr sagen können. Und das habe ich mir vorgenommen, bis zu meinem Tod zu machen. Das sind wir den Toten schuldig.